Moment, 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 das Geräusch kenne ich doch. Das ist doch... Volkis Stimme. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer einmaligen Sonderausgabe von Volkis Stimme. Die Ereignisse überschlagen sich und deswegen freue ich mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio habe. Neben mir sitzt Christian Wulff, unser ehemaliger Bundespräsident. Herr Wulff, jetzt quasi als Rentner, da sieht man Sie tagsüber häufig am Fenster lehnen mit einem Kissen unterm Arm. Was machen Sie da eigentlich? Ich muss ja auf die Bevölkerung achten. Ach, so einer sind Sie jetzt. So, Falschparker aufschreiben und spielende Kinder verscheuchen? Ja, sicher. Aber ist das nicht etwas, für das Sie eigentlich noch viel zu jung sind? Man wird nur alt, wenn man lange arbeitet. Ja, damit sind wir ja auch schon mitten in Ihrem Thema. Mitten im Leben. Mitten im Leben, genau. Jetzt sagen Sie nicht, Sie gucken auch diese Trash-TV-Show bei RTL. Ich finde es enorm reizvoll. Aber dieses grässliche Reality-TV... Das ist doch nicht gerade das... Das, was am ehesten geistige Regheit erhält und ein hohes Alter verschafft. Sie wollen ja jetzt nicht allen Ernstes eine Lanze für das Tagesprogramm im deutschen Fernsehen brechen. Ich denke, da muss ein Zeichen gesetzt werden. Wer soll sich denn diesen Schrott tagsüber Ihrer Meinung nach ansehen? Schulpflichtige Kinder. Aber die sollen doch um die Uhrzeit besser was lernen, oder? Das wird man verändern müssen. Interessant, interessant. Gibt es noch mehr Dinge, die Sie verändern würden? Sie sprachen davon von einem Gesetz, das in Zukunft vorschreiben soll, dass... Dass ein Bundespräsident nicht mehr arbeiten darf nach seiner Zeit als Bundespräsident. Also da kann man wirklich nur noch hoffen, dass Ihnen der Ehrensold doch noch gekürzt wird, damit Sie weniger Zeit haben, sich um solchen Unsinn zu kümmern. Rechnen Sie eigentlich noch damit? Nein, gewiss nicht. Aber Sie haben gerade einen Brief vom Bundesrechnungshof erhalten. Und glücklicherweise steht nirgendwo, dass man dort Abstriche vornimmt. Na, dann ist ja alles gut. Herr Wulff, ich wünsche Ihnen heute Abend einen schönen Zapfenstreich und euch wünsche ich weiterhin eine schöne Woche. Und denkt dran, Volkis Stimme, da weiß man, was man hört. Guten Abend! www.volkis-stimme.de